Und Sie nehmen mich ja wahnsinnig für voll, wenn ich Sie so anpiepse. Sie nehmen mich wahnsinnig ernst, wenn ich sage, ich mache das jetzt da und ich bin im Brustton der Überzeugung unterwegs. Die Macht der Stimme hieß der Vortrag, veranstaltet von der Frau in der Wirtschaft und der Wirtschaftskammer in Bruck. Cornelia Niesenbacher gelang es niemand Geringeren als Ingrid Ammon, die wohl profilierteste Stimmexpertin im deutschen Sprachraum, zu engagieren. Stimme wirkt, Stimme hat Macht und Stimme macht Stimmung, ist die Botschaft Ammons an das Auditorium und unterstreicht dabei, wie wichtig es ist, sich richtig zu artikulieren. Nachdem wir in einer kommunikativen Gesellschaft leben, muss meine Botschaft Sie erreichen. Also wäre es gescheit, die hat eine Form oder einen Klang in dem Fall bei der Stimme, dass Sie das auch leicht nehmen können. In ihrem erfrischenden und spannenden Vortrag bezieht die Stimmexpertin das Publikum voll mit ein und hat schließlich für uns auch noch einen ersten Tipp. Im Bad, im Klo, in der Dusche, also dort, wo man alleine ist, sollte man einfach reden. So ist es, wenn ich laut spreche. So ist es, wenn ich leise rede. So ist es, wenn ich flüstere. Und dafür ein Gefühl zu bekommen, wie fühlt sich denn das an, körperlich. So ist es, wenn ich schnell spreche. So ist es, wenn ich sehr klangvoll rede. Nichts ist grundsätzlich schlecht oder nichts ist gut, wie man redet. Aber ich muss wissen, wie klingt es, wenn ich einen Gedanken habe und den laut machen möchte. Also üben Sie mit sich selber laut. Sie nehmen mich ja wahnsinnig für voll, wenn ich Sie so anpiepse. Sie nehmen mich wahnsinnig ernst, wenn ich sage, ich mache das jetzt da und ich bin im Brustton der Überzeugung unterwegs. Die Macht der Stimme hieß der Vortrag, veranstaltet von der Frau in der Wirtschaft und der Wirtschaftskammer in Bruck. Cornelia Niesenbacher gelang es niemand Geringeren als Ingrid Ammon, die wohl profilierteste Stimmexpertin im deutschen Sprachraum, zu engagieren. Stimme wirkt, Stimme hat Macht und Stimme macht Stimmung, ist die Botschaft Ammons an das Auditorium und unterstreicht dabei, wie wichtig es ist, sich richtig zu artikulieren. Nachdem wir in einer kommunikativen Gesellschaft leben, muss meine Botschaft Sie erreichen. Also wäre es gescheit, die hat eine Form oder einen Klang in dem Fall bei der Stimme, dass Sie das auch leicht nehmen können. In ihrem erfrischenden und spannenden Vortrag bezieht die Stimmexpertin das Publikum voll mit ein und hat schließlich für uns auch noch einen ersten Tipp. Im Bad, im Klo, in der Dusche, also dort, wo man alleine ist, sollte man einfach reden. So ist es, wenn ich laut spreche. So ist es, wenn ich leise rede. So ist es, wenn ich flüstere. Und dafür ein Gefühl zu bekommen, wie fühlt sich denn das an, körperlich. So ist es, wenn ich schnell spreche. So ist es, wenn ich sehr klangvoll rede. Nichts ist grundsätzlich schlecht oder nichts ist gut, wie man redet. Aber ich muss wissen, wie klingt es, wenn ich einen Gedanken habe und den laut machen möchte. Also üben Sie mit sich selber laut.